Was ist da überhaupt passiert in Luxemburg in dieser Bombenlegeraffäre, wie sie heute genannt wird, zwischen 1984 und 1986? Und welche Dimension hatte das? Seit Februar 2013 läuft in Luxemburg ein sogenannter Jahrhundertprozess gegen zwei Angeklagte, denen vorgeworfen wird, in den 1980er Jahren mehrere Anschläge verübt zu haben. Zwischen 1984 und 1986 wurden in Luxemburg Hochspannungsmasten gesprengt. Es wurde versucht, eine Gasleitung zu sprengen am Nationalfeiertag. Es wurde ein Anschlag auf ein Treffen der Europäischen Gemeinschaft geplant und das Auto eines Abgeordneten gesprengt. Und parallel zu dieser Bommeleer-Affäre und dem Prozess kam es im Dezember 2012 zur Gründung einer parlamentarischen Untersuchungskommission, die die Missstände im luxemburgischen Geheimdienst aufdecken sollte. Diese beiden Affären scheinen auch momentan weiter zu verschmelzen, weil der Geheimdienst auch eine Rolle in der anfangs erwähnten Bommenlinge-Affäre gespielt haben soll. Der Prozess wirft unter anderem die Frage auf, ob die NATO-Truppe Stay Behind etwas mit den Anschlägen zu tun hatte. Und diese Stay Behind-Truppen waren direkt dem Luxemburger Geheimdienst untergeordnet. Das heißt, es sind momentan einige Affären, die ineinander verlaufen. Was ist denn heute in Luxemburg nach dem Auftauchen vieler neuer Dokumente und Aussagen die These, wer hinter den Anschlägen von 1984 bis 1986 in Luxemburg steckte? Schwierig zu beantworten. Es gibt viele Theorien. Einerseits könnte es der luxemburgische Arm der NATO-Truppe Staying Behind gewesen sein. Es werden auch manchmal ausländische Stay-Behind-Einheiten verdächtigt oder auch Geheimdienste. Viel geredet wird auch über eine besondere Gruppe in der luxemburgischen Gendarmerie, die dafür verdächtigt wird. Es kann momentan keine genaue Angabe gemacht werden, wer dafür verantwortlich ist. Deshalb gibt es auch verschiedene Theorien, die alle noch untersucht werden. Sie haben jetzt gerade ja auch schon die Stay-Behind-These erwähnt. Stay-Behind ist im Grunde eine Geheimarmee der NATO. Seit wann gab es die denn überhaupt? Was ist darüber bekannt und was hatten die zum Ziel? Geheimarmee ist vielleicht etwas groß gegriffen. Es waren eher einzelne Verbände, einzelne Truppen, die in den europäischen Ländern angesiedelt waren. Die gab es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, wurde diese Truppen eingesetzt, überall in Europa, um bei einem sowjetischen Überfall Sabotageakte im Hinterland zu erledigen. Mehr ist über diese Einheiten nicht bekannt. Vor allem der italienische Arm war allerdings in den 80er Jahren sehr aktiv und hat auch, so scheint es wohl, Attentate gegen die Zivilbevölkerung auf dem Gewissen. Weitere Stay-Behind-Einheiten gab es, allerdings ist wenig Offizielles über die in Erfahrung zu bringen. Immer wichtiger wird jetzt bei der Aufklärung der Bombenanschläge die Rolle des luxemburgischen Geheimdienstes, des SREL. Welche Zusammenhänge sind denn da bisher bekannt zwischen diesen Sprengstoffanschlägen und dem SREL? Also vor Beginn des Prozesses gab es eher weniger Zusammenhänge. Der ehemalige Geheimdienstchef Hoffmann hat auch immer beteuert, dass es zum Beispiel nie einen Informationsaustausch zwischen Gendarmerie, Polizei, Armee und Geheimdienst gegeben hat. Dies konnte jetzt im Laufe des Prozesses schon revidiert werden. Da gab es tatsächlich einige Zusammenhänge. Zum Beispiel wurde der Armeechef anscheinend, da gibt es auch noch gegensätzliche Zeugenaussagen, überwacht vom SREL. Dann soll der SREL bei einer missglückten Geldübergabe vor Ort gewesen sein, ein Zustand, von dem die Gendarmerie und Polizei nicht informiert wurde. Andere Presseorgane sprechen davon, dass Beweise, die verschwunden sind, 3/4 der Beweise zur Bombenlegeraffäre sind verschwunden. Und diese Beweise sollen anscheinend über den SREL an das FBI gegangen sein und dann verschwunden sein. Was waren das für Beweise? Also waren das wichtige Beweise und welche Erklärungen gibt es dafür, dass die verschwunden sind? Die Beweise, die reichen von einzelnen Beweisstücken, die vor Ort gefunden sind, Dokumente und einzelnen Bombenteilen zum Beispiel. Eine Erklärung dafür gab es jetzt noch nicht vor Gericht. Wie gesagt, gibt es da verschiedene Theorien. Einerseits, dass vielleicht die Aufbewahrung gar nicht so professionell gelaufen ist, dass die einfach irgendwo in einem Schrank verschwunden sind.
Andere, etwas konspirativere Theorien sagen dann eben aus, dass das über den Geheimdienst verschwunden ist, weil der irgendwie in die Affäre involviert ist. Aber auch hier, wie bei so vielem, gibt es noch keine eindeutigen Beweise und keinen Abschluss, den man da ziehen kann. Was waren die letzten Erkenntnisse zwischen den Sprengstoffanschlägen und dem Srell, die aufgetaucht oder an die Öffentlichkeit kamen? Da gab es erst kürzlich Berichte, die auch sich jetzt zu bestätigen scheinen, dass im Jahre 2006 der Srell, der luxemburgische Geheimdienst, den Premierminister Juncker und Finanzminister Frieden über ihre Theorie über die Anschläge informiert hätte. Und dass die Geheimdienstler den Regierungsmitgliedern erzählt hätten, dass der Stay Behind hinter den Anschlägen steckt. Und genau diese Aussagen werden nächste Woche überprüft, wenn Premierminister Juncker und Finanzminister Frieden vor Gericht treten müssen und erklären müssen, ob dieses Gespräch so stattgefunden hat und ob diese Aussagen so vom Geheimdienst getätigt wurden. Die beiden werden vor Gericht gehen in dem Prozess gegen zwei Polizisten. Die stehen nämlich da vor Gericht, weil sie angeblich die Anschläge verübt haben sollen. Ist denn mittlerweile schon klarer, in welchem Auftrag sie das getan haben? Kam das schon zur Sprache vor Gericht? Nein, also es muss zuerst geklärt werden, ob die beiden überhaupt etwas mit den Anschlägen zu tun hatten. Und danach erst könnte man sich an die Auftraggeber heranwagen. Da aber bisher noch gar nicht geklärt ist, ob die beiden Polizisten direkt etwas mit diesen Anschlägen zu tun hatten, kann man noch nicht darauf schließen, ob sie das auf Order gemacht haben oder aus ihrem privaten Interesse. Weshalb stehen dann genau diese beiden vor Gericht, diese beiden Polizisten? Weshalb gibt es Verdacht gegen sie und wie stichhaltig ist das? Weil es gibt ja auch die These, dass das quasi so eine Art Bauernopfer werden sollen, um andere zu vertuschen. Also wie stichhaltig Beweise sind, das muss das Gericht gerade klären. Es gibt Hinweise darauf, dass sie damit etwas zu tun haben könnten. Es gibt verschiedene Zeugenaussagen, auch von den Angeklagten selber, die sie sagen, sehr unglücklich waren. Zum Beispiel ein Angeklagter soll während dem Verhör mit den Ermittlern gesagt haben, dass er und sein möglicherweise Komplize so und so die Bomben gelegt hätten. Und danach hätte er das revidiert und gesagt, er hätte das aus Spaß gesagt oder aus Nervosität. Und das ist natürlich eine gute Ausgangssituation für die Angeklagten. Allerdings gibt es darüber hinaus wenig konkrete Beweise zu diesem Zeitpunkt. Allerdings ist das der Prozess noch im Gange und es sind noch einige Prozesstage angesetzt. Nun reden wir hier ja über im Grunde eigentlich einige Affären, Geheimdienstaffären, politische Affären, die ineinandergreifen. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass der Srell, also der luxemburgische Geheimdienst, auch die Regierung überwacht oder abgehört haben soll. Es gibt jetzt auch eine parlamentarische Enquete-Kommission seit Dezember letzten Jahres. Mit welchem Ziel wurde die denn gegründet und was waren so die bisherigen wichtigsten Erkenntnisse? Die Untersuchungskommission wurde im Dezember 2012 gegründet, nachdem bekannt geworden war, dass der Chef des Geheimdienstes, Marco Mille, seinen politischen Vorgesetzten, den Staats- und Regierungschef Jean-Claude Juncker, mit einer präparierten Armbanduhr aufgenommen hatte. Also die hatten ein Gespräch unter vier Augen und ohne das Wissen des Premierministers wurde dieses Gespräch vom Srell-Chef aufgenommen. Dieses Gespräch landete schließlich bei der Presse und das Gespräch kann sich jetzt jeder im Internet anhören. Das hat dazu geführt, dass einige weitere Probleme beim Geheimdienst aufgedeckt wurden, unter anderem mindestens 7 illegale Überwachungen ohne richterlichen Beschluss und einige an der Grenze der Legalität stattgefundenen Wirtschaftsmissionen des Srell. Und genau um diese Punkte zu klären, wurde eine parlamentarische Enquete-Kommission auf die Beine gesetzt. Und die soll offiziell die Methoden des Srell seit Gründung 1990 und die Legalität der eingesetzten Methoden prüfen. Nun greift aber die Bombenleger-Affäre auch immer mehr damit rein. Weshalb denn? Genau. Am Anfang waren die beiden Affären noch getrennt, allerdings zweigen sie immer mehr ineinander. So wurden in den verschiedenen Archiven des Srell Fischen zu der Bombenlegeraffäre gefunden, aber auch gibt es Hinweise darauf, dass vielleicht doch die Stay-Behind-Truppe mit involviert war bei den Attentaten und die Stay-Behind war seit 1960 direkt dem Geheimdienst untergeordnet.
Das heißt, sollte diese Truppe etwas mit den Anschlägen zu tun haben, dann wäre der Schrell direkt dafür verantwortlich und deshalb wird auch die Untersuchungskommission sich noch mit diesem Thema beschäftigen. Mittlerweile wurde ja auch das Archiv des Israel, also das ganze Archiv des luxemburgischen Geheimdienstes, versiegelt. Weshalb wurde dieses Archiv versiegelt? Und es ist ja jetzt noch was weiteres aufgetaucht in dem Zusammenhang. Was ist das? Also das erste offizielle Archiv befand sich in den Räumlichkeiten des Geheimdienstes. Das wurde versiegelt, nachdem bei den öffentlichen Anhörungen der Enquetekommission verschiedene Geheimdienstmitarbeiter unterschiedliche Angaben zu der Anzahl der dort gespeicherten Fischen gemacht haben. So sollten am Anfang 300.000 Akten dort gelagert sein. Der ehemalige Geheimdienstchef erzählte dann in seiner Anhörung von nur noch 170.000 Akten. Und um da zu verhindern, dass Akten verschwinden oder geschreddert werden, hat die Enquetekommission die Versiegelung angeordnet. Nun, vor ein paar Tagen wurde allerdings bekannt, dass nicht nur dieses offizielle Archiv, sondern auch ein geheimes Archiv weiterhin existiert. Und die Enquetekommission hat sich erst vor wenigen Tagen dazu gebracht, dieses Archiv auch zu versiegeln. Und das gesamte Archiv wurde sogar von der Justiz beschlagnahmt, weil sich darin eventuell Akten zu der Bombenleger-Affäre finden lassen können. Der Prozess gegen die beiden Polizisten, die die Anschläge verübt haben sollen, wird auch als Jahrhundertprozess bezeichnet. Weshalb ist das Ganze Ihrer Meinung nach keine rein Luxemburger Geheimdienstskandal? Welche Dimension hat das Ganze? Also zuerst einmal, die Affäre an sich ist recht Luxemburg-spezifisch, weil die Attentate in Luxemburg stattgefunden haben und auch eher unbekannt sind außerhalb Luxemburg. Allerdings mit der Aufklärung kommen immer wieder Fragen auf, ob nicht vielleicht ausländische Geheimdienste oder ausländische Stay-Behind-Truppen zumindest mitverantwortlich waren für die Anschläge. Und auch was die Geheimdienstaffäre angeht, gibt es Zusammenhänge zwischen verschiedenen internationalen Geheimdiensten. Da gibt es auch die NATO, die dann mit dem Stay-Behind mit verwickelt sein könnte. Also da gibt es einige Punkte, die ins Ausland zeigen. Außerdem gibt es jetzt vor kurzem den Zeugen aus Deutschland, der erzählt hat vor Gericht, dass er Beweise dafür hätte, dass der Stay-Behind verantwortlich wäre für die Anschläge und somit auch den Zeugenstand schon ausländische Zeugen ausgesagt haben. Es wird ja erst langsam so ein bisschen klarer, das Ganze, und fast jeden Tag tauchen neue Geheimdokumente und Aussagen auf. Was erwarten Sie denn? Wo sind demnächst noch weitere brisante Aussagen zu erwarten? Wie ich vorhin erwähnt hatte, muss sich in ein paar Tagen der Premierminister Jean-Claude Juncker vor Gericht verantworten. Der muss über gewisse Gesprächsaussagen, die in Richtung Stay Behind deuten. Allerdings sollte man sich da auch nicht zu viel erwarten. Er ist nicht dafür bekannt, dass er sehr offen über diese Dinge spricht und gerne transparent und öffentlich über den Geheimdienst spricht. Deswegen darf man sich da auch nicht zu viel erwarten. Allerdings sollte über die ganze Geschichte Stay Behind in den nächsten Wochen noch etwas Klärung zu erwarten sein. Vor allem durch die Verteidigung und durch gute journalistische Arbeit kamen immer wieder neue Erkenntnisse ans Tageslicht. Die Enquetekommission hat sich bis jetzt sehr zurückgehalten und lief eher den Erkenntnissen hinterher. Aber es sieht nicht so aus, als dass besonders die Journalisten jetzt schon alles aufgedeckt hätten, was es da aufzudecken gibt.